Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der TuS Koblenz gegen den FC Homburg. Ich begrüße die beiden Trainer Christian Titz und Evangelos Nessos. Herr Titz, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, zunächst mal gleich im Vorfeld Glückwunsch an die TuS Koblenz für den 2:1 Heimsieg. Ich glaube, wir haben heute kein gutes Regionalligaspiel gesehen. Die erste Halbzeit war im Speziellen von meiner Mannschaft sehr schlecht gewesen. Man war nicht im Spiel drin. Es war mehr ein Schlagspiel. Koblenz hat uns hoch angelaufen, immer wieder versucht, unter Druck zu setzen. Wir selbst haben fußballerisch nicht reingefunden. Wäre aber gar nicht viel passiert, wenn wir nicht zwei haarsträubende Böcke machen, einmal mit unserem Torwart und einmal mit unserem Innenverteidiger, wo wir letztendlich den Ball zum Gegner hinspielen, liegen dann 2-0 hinten. Wir wissen dann, dass man auf eine taktisch disziplinierte, kampfstarke Koblenzer Mannschaft, die auch bei Standards immer wieder gefährlich ist, nicht leicht spielt. Machen dann das 2-1. Mussten allerdings schon mit 2-2 runter, weil wir mit Carsten Lutz zweimal früh aufs Tor zu sind. Das ist uns leider nicht gelungen. Kommen dann aus der Halbzeit raus und dann habe ich nicht bei meiner Mannschaft draufgehauen, sondern habe ihr gesagt, wir haben jetzt wirklich 45 Minuten hier in den Sand gesetzt und kriegen aber jetzt nochmal eine Chance. Dem war dann auch so. Zweite Halbzeit Koblenz tief gestanden, wir haben das Spiel kontrolliert. Koblenz hat auf Konter gespielt und wir haben dann mehrere Einschussmöglichkeiten auch gehabt, die wir nicht genutzt haben, inklusive von verschossenen Elfmeter. Und was mich hier im Speziellen ärgert, ist meine eigene Mannschaft, dass wir einfach hier letztendlich 3 Punkte liegen lassen, weil wir nicht von Anfang an konsequent ins Spiel reingehen und auch unsere Chancen auch ausnutzen. Auch wenn es heute kein tolles Spiel war. Nochmals Glückwunsch an die TuS Koblenz und Ihnen noch einen schönen Tag. Herr Titz, vielen Dank. Magi, deine Analyse zum Spiel. Ja, es war das erwartet schwere Spiel. Wir wussten, dass uns heute ein absolutes Top-Team der Liga erwartet, mit sehr viel Qualität in den eigenen Reihen. Wir hatten die Homburger beobachtet und wussten ganz klar, dass sie sehr, sehr viel Qualität haben und sehr spielstark sind und haben uns dann auch dazu entschlossen, sie vorne sehr, sehr früh anzugreifen, alles zuzustellen, sie nicht rausspielen zu lassen. Und ich muss sagen, gerade in der ersten Halbzeit, was meine Truppe gemacht hat, was die Jungs gelaufen sind, wie sie sich taktisch verhalten haben, das war wirklich ja, nah an der Perfektion, muss ich sagen, so wie wir es spielen wollten, so haben sie es auch umgesetzt und gehen dann, denke ich, auch absolut verdient 2-0 in Führung, waren dann wieder eiskalt, wie in dem letzten Spiel gegen Frankfurt, wo wir die wenigen Möglichkeiten, oder wir hatten ja auch einige, aber aus den paar Chancen, die wir hatten, dann 2 Tore machen, gehen dann leider mit 2-1 in die Halbzeit, wo wir nach einem Standard nicht da sind, nicht wach sind. Und in der zweiten Halbzeit war es natürlich klar, dass wir diesen Taktschlag nicht 90 Minuten durchhalten können, haben dann etwas tiefer gestanden. Aber nochmal, was wir heute geleistet haben hier, das ist absolut top. Und wir haben ein Top-Team der Liga geschlagen. Und ich denke, aufgrund der ersten Halbzeit und den Aufwand, den wir betrieben haben, auch letztendlich verdient. Es hätte natürlich auch zum Schluss anders ausgehen können, hüben wie drüben. Gerade die Schlussphase, denke ich, war ja sehr chaotisch. Und wir haben es trotzdem, haben einen kühlen Kopf bewahrt, haben es gut runtergespielt und letztendlich auch 2-1 gewonnen. Und deshalb ist die Freude bei uns natürlich auch sehr groß. Vielen Dank, Wangi. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Ich bitte um kurzes Handzeichen. Ich habe eine. Gerne. Gibt es eine Frage an beide Trainer? Gibt es eine Stellungnahme zum Schiedsrichter? Ja, von der Gast zuerst. Herr Dietz. Frage kam nach dem Schiedsrichter. Grundsätzlich ist es so, wenn ein Schiedsrichter auf den Platz geht, hat er einen sehr schwierigen Job, weil er muss in Sekunden schnell entscheiden, muss den Ball sehen, muss den Gegner sehen, muss noch sehen, dass gleiche Höhe ist. Also es ist nicht einfach. Von meiner Seite aus gibt es da nichts groß hin zu sagen. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich denke, das war heute ein schwieriges Spiel für den Schiedsrichter. Man kann natürlich über einige Situationen, denke ich, streiten. Ich denke, es war ein klarer Elfer für uns an Jerome Assauer. Aber gut, wir wollen jetzt nicht hadern. Wir haben gewonnen letztendlich. Das ist das, was zählt. Und gerade in der Schlussphase, wo es sehr hektisch war, ist natürlich auch ein schwieriger Job für den Schiedsrichter. Aber wir sind zufrieden. Gibt es weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Die Tätigkeit nach Spielabpfiff der Karte vom Schiedsrichter, weil er hat an den Hintern gegriffen und hat es versucht zu ziehen. Dann war nichts mehr zu sehen durch andere, die davor standen. Ich kann die Szene nicht beurteilen. Herr Titz, können Sie was dazu sagen? Die Szene ist jetzt schon gesehen. Ich habe nur unser Spieler kam tränenüberströmt rein. Und die haben berichtet, dass wohl zu rassistischen Aussagen gekommen wäre. Aber okay. Ich denke, das wird sich nicht aufklären lassen. Ja, weil es
Also wissen wir nicht, ob eine rote Karte gezeigt wurde. Der Schiedsrichter hat keine Karte gezeigt hat beim Spielfeld. Frank, du willst was dazu? Ja, also das kann ich nicht bestätigen. Ich habe den Patrick gerade jetzt nochmal in der Kabine gefragt, was da vorgefallen ist. Und der hat mir wirklich versichert und hundertprozentig gesagt, dass da durch die Emotion natürlich ein gewisser Trash-Talk von beiden Seiten da war. Aber ja, das kann ich nicht bestätigen, weil Patrick traue ich auch so eine Aussage nicht zu. Ich bin auch Ausländer, ich bin Grieche und da habe ich noch nie irgendwas, weder in der Kabine noch auf dem Platz oder privat irgendwas von mitbekommen. Deshalb kann ich das nicht bestätigen, dass da irgendwas Rassistisches gefallen ist. Was gefallen ist, das hat er mir auch zugesichert, war dieser gewisse Trash-Talk untereinander. Ne? Da denke ich, sind die Emotionen durchgegangen, aber ansonsten das andere kann ich nicht bestätigen. Frank, vielen Dank unseren Gästen, eine gute Heimreise, noch eine gute Saison. Wir sehen uns vor dem Spiegel in Kickers Offenbach nochmal wieder und dann spätestens in Offenbach. Schönes Wochenende.